Einen wunderschönen guten Abend hier aus Frechen, aus der Österzentrale in Deutschland. Wir machen heute ein Webinar über die Miami LSO und die LSO Lite. Ich möchte mich recht herzlich bedanken, dass ihr zugeschaltet habt, in Anführungsstrichen. Mein Name ist Carsten Hohenweiner. Ich arbeite im technischen Service für die Orthetik und bin halt zuständig für Schulungen und technische Fragen, alles, was so in der Orthetik so anfällt. Ja, und ich habe heute das Vergnügen, Sie durch das Webinar zu führen. Dann starten wir auch direkt mit unserer Präsentation. Wir wollen das zuerst ein bisschen theoretisch aufbauen, erst nochmal Indikationen durchgehen, Hilfsmittelnummern, Eigenschaften und Vorteile der Orthese, welche Wirkprinzipien stehen hinter der Miami LSO-Orthese. Kurz was zum Design, Empfehlungen und Studien gibt es auch zu der Orthese. Was haben wir für Garantiezeiten? Welche Pflegehinweise gibt es zu beachten? Und am Ende werden wir noch mal kurz zusammenfassen und danach werde ich dem Matthias einmal kurz eine Orthesenvariante anlegen, damit ihr auch seht, wie das im Praktischen vollzogen wird. Okay, fangen wir an mit den Indikationen. Bei der Miami LSO ist es so, dass die Indikationen so gefächert sind, dass wir zum Beispiel stabile und nicht verschobene, das ist ganz wichtig, weil die verschobenen Lendenwirbelkörperfrakturen sind kontraindiziert, dass wir diese damit versorgen können. Wenn die Lendenwirbelkörper, wenn die Wirbelkörper verschoben gebrochen sind und es danach zu einer postoperativen, also operativ stabilisiert werden, kann danach mit der Miami LSO versorgt werden. Aber halt erst postoperativ. Als weitere Diagnosen haben wir die Spinalkanalstenose, den Bandscheibenvorfall, degenerative Veränderung der Wirbelsäule und das Wirbelgleiten bzw. das Abrutschen der Wirbelkörper Richtung Ventral. Gehen wir aber jetzt auch noch mal kurz darauf ein, was diese einzelnen Indikationen, was es eigentlich ist. Bei der Miami LSO Lite ist es so, dass wir da Stenosen, Spinalkanalstenosen, degenerative Veränderungen der Wirbelsäule sowie kleine, leichte Bandscheibenvorfälle auch versorgen können. Als erstes der Bandscheibenvorfall. Schauen wir uns noch mal kurz an, was ist eine Bandscheibe, wie ist eine Bandscheibe aufgebaut. Wir haben den äußeren Faserring, der den geleeartigen Kern einschließt. Und tritt dieser geleeartige Kern durch eine Vorwölbung beziehungsweise oder tritt komplett aus dem äußeren Faserring auf, kann es natürlich zur Verengung im Bereich des Rückenmarks kommen. Und dieser Druck, der dann auf das Rückenmark aufgebaut wird, der ist natürlich sehr schmerzhaft. Das kann zur Ursache haben, dass es Fehlstellungen, also Hyperlordosen im Bereich der Lendenwirbelsäule gibt. Oder auch durch traumatische Ereignisse. Und auf jeden Fall macht es da Sinn, die Lendenwirbelsäule zu entlordosieren. Überhaupt bei allen Indikationen ist es so, dass wir versuchen, eine Entlordosierung der Lendenwirbelsäule zu generieren. Das heißt, wir versuchen, die Lendenwirbelsäule aus ihrem natürlichen Bogen ein wenig zu begradigen, dabei das Becken ein wenig zu verkippen, nach vorne zu verkippen und somit halt den Druck von den Bandscheiben, ja, und von den knöchernen und muskulären und faserigen Bänderanteilen dort wegzunehmen, um da halt eine Entlastung stattfinden zu lassen. Das Weitere ist die Spinalkanalstenose, der Spinalkanal. Hier nochmal ein aus der Transversalebene ein Wirbelkörper. Wir haben hier die Wirbelkörperöffnung und die übereinanderliegenden Wirbelkörper, die bilden natürlich in der Gänze den Spinalkanal, durch das das Rückenmark halt geführt wird und kommt es da zu einer Verengung des Spinalkanals durch Entzündungen oder auch durch Fehlstellungen, durch Hyperlordosen oder sonstige Einflüsse, hat das natürlich auch eine Auswirkung auf das Rückenmark. Und das schmerzt natürlich. Da gibt es Schmerzzustände, die halt durch eine Entlordosierung, da haben wir es wieder, die Entlordosierung, durch eine Entlordosierung halt behoben werden können. Wir haben die degenerativen LWS-Veränderungen. Damit sind halt zum Beispiel Facettengelenksarthrose gemeint oder ist eine Facettengelenksarthrose gemeint. Die Facettengelenke zum Beispiel sind die Wirbelbogengelenke,
die halt im Laufe des Lebens halt immer stark beansprucht werden, je nach Segment und je nach Bereich, entweder BWS, LWS oder HWS, werden diese unterschiedlich beansprucht und haben natürlich auch unterschiedliche Abnutzungsgrade. Und gerade im Bereich der Lendenwirbelsäule sind diese Abnutzungen ziemlich hoch. Und diese Gelenke führen und limitieren halt die Bewegung der Wirbelsäule in Gänze. Und dort kann es natürlich auch zu schmerzhaften Zuständen kommen. Und da ist die Entlordosierung der Lendenwirbelsäule auch wieder ein großer Vorteil, weil man somit den Druck von den betroffenen Gelenkflächen wegnehmen kann und dadurch halt eine Schmerzreduktion erreicht wird. Das Wirbelgleiten, die Spondylolisthesis oder die Spondylolyse, das ist ein Abgleiten der Lendenwirbel, meistens so L3, L4, L5. Im unteren Bereich der Lendenwirbelsäule sind das die Wirbel, die zum Beispiel durch eine Hyperlordose ja entweder bandhaft nach vorne rutschen, weil halt einfach nicht mehr die bandhafte oder muskuläre Führung da ist, beziehungsweise kann da auch der Wirbelkörperbogen kann dort einreißen, aufbrechen in Anführungsstrichen. Und das fördert natürlich das Gleiten der Lendenwirbel nach ventral, sprich Richtung Bauch. Und da muss halt natürlich auch versucht werden, die Wirbelsäule aus ihrer natürlichen Lordose ein wenig begradigt zu werden, das Becken ein wenig zu verkippen, wo wir wieder bei der Entlordosierung wären. Das kurz zu den Indikationen. Wie gesagt, Indikationen waren noch die stabilen Frakturen dabei. Sollten diese nicht stabil sein, müssen diese operiert werden, müssen diese operativ halt wieder gerichtet werden. Und im Anschluss an diese Operation kann dann auch eine entlordosierende, stabilisierende Orthese eingesetzt werden. Im Hilfsmittelverzeichnis ist die Miami LSO als LWS-Orthese zur Mobilisierung gelistet. Das heißt, sie ist noch abrüstbar, sprich nach einer Versorgung mit einer Überbrückungspilotte kann halt im Anschluss noch mit einer Standardrückenpilotte versorgt werden, um halt die Lendenwirbelsäule langsam wieder an ihr normales Ausmaß an Bewegung und Stabilität, um das wieder dran zu gewöhnen. Die Hilfsmittelnummer ist die 23 für die Orthesen, 14 für den Lendenwirbelsäulenbereich und dann 02209. Und die Miami LSO Lite ist in einer anderen Hilfsmittelgruppe gelistet, und zwar in der 2314, aber da die 04 und dann die 0013. Kommen wir zu den Eigenschaften unserer LSO-Orthese. Es ist ein modulares System, sprich es sind ganz viele einzelne Teile, die zusammengesetzt werden können. Kommen wir im nächsten Slide nochmal, gehen wir da näher drauf ein. Wir haben ein flaches Profil, sprich die Orthese ist recht dünn gehalten. Das wirkt sehr diskret und kann natürlich auch gut unter der Kleidung getragen werden. Das Anlegen, gerade für den Techniker, ist sehr einfach, da die Orthese sowie frontal als auch dorsal halt eingekürzt werden kann. Zeige ich gleich auch noch was, und zwar auch da werkzeugfrei, was ich ganz wichtig finde, gerade für den klinischen Bereich, dass man da halt wirklich schnell und adäquat versorgen kann. Dann haben wir ein sehr haltbares Material. Es gibt Handschlaufen für den Patienten, wo er halt mit den Händen reingreifen kann und die Orthese vorne am Bauch schließen kann. Es gibt ein Kompressionssystem, ein Seilzugsystem, was über ein Flaschenzugsystem generiert wird, wo halt wenig Kraft aufgebaut werden muss, um die Orthese halt wirklich bauchseitig zu verschließen. Gehen wir auf die einzelnen modularen Systeme ein. Es gibt zwei verschiedene Orthesengurte. Es gibt einmal den 20 cm Standardgurt und einmal den etwas schmaleren. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. So sieht man es, glaube ich. Das ist der schmale Gurt, Entschuldigung, und das ist der Standardgurt. Unterscheiden sich in ihrer Breite jeweils 5 cm. Der Standardgurt ist 20 cm breit und der Slimgurt ist 15 cm breit. Dann haben wir eine Frontpilotte, die so ausschaut. Diese wird vorne am bauchseitigen Verschluss eingesetzt und erhöht damit halt die Stabilität der Orthese. Dann haben wir jeweils zwei Pilottenarten für den dorsalen Bereich. Einmal eine
Pilotte mit seitlicher Unterstützung. Die seitliche Unterstützung, es ist eine Entlordosierungspilotte und die seitliche Unterstützung dient halt der Rotationskontrolle im Lumbalbereich. Also sprich bei ganz schweren Verletzungen, wirklich bei Frakturen oder bei schweren Bandscheibenvorfällen, wo halt die Rotation noch mit aus der Lendenwirbelsäule rausgenommen werden soll, kann diese Orthese diese Pilotte eingesetzt werden. Und bei Standard-Entlordosierung wird halt diese Orthese einfach hinten in diesen Orthesengurt eingeklettet und dient dann nur der Entlordosierung der Wirbelsäule, der Lendenwirbelsäule. Ganz spannend finde ich die Gurtverlängerung, die einfach vorne an die Gurte rangeklettet werden können. Wenn diese bestellt werden, werden die im Set ausgeliefert. Es gibt dann für rechts und links jeweils eine. Und da kann die Orthese, also die normale Range geht von 67 bis 127 cm Bauchumfang. Und durch diese beiden Gurte, durch die Verlängerungsgurte, kann die Range bis auf 177 cm erweitert werden. Hier haben wir mal eine kleine Darstellung, wie so eine Konfiguration aussehen kann. Wir haben 1, 2, 3, 4 Möglichkeiten, die Miami LSO zu konfigurieren. Standardmäßig ist überall dabei der Orthesengurt, ist klar. Und dann gibt es halt die Rückenpilotten mit oder ohne seitliche Unterstützung. Und dadurch, dass das Material im Bauchbereich relativ fest ist und eh schon eine gute Stabilität bietet, ist es nicht immer nötig, eine Frontalpilotte einzusetzen. Habe ich aber jetzt einen besonders weichteiligen oder habe ich einen besonders adipösen Patienten mit vielen Weichteilen oder jemand mit viel Leib, dann macht es natürlich auch Sinn, dort die Frontalpilotte einzusetzen, um halt einfach eine höhere Stabilität, um eine höhere Immobilisation zu schaffen und dem Patienten dadurch höchstmögliche Stabilität zu bieten. Ist auch alles in unserem Katalog so dargestellt und niedergeschrieben, nur dass man das einfach nachschauen kann. Genau, die Wirkprinzipien ist zum einen die Immobilisierung, das sprich, wir wollen Flexion, Extension, Beckenkippung, Wirbelsäulenrotation einschränken, beziehungsweise Beckenkippung wollen wir nicht einschränken, wir wollen das Becken ein bisschen kippen, aber Flexion und Extension wollen wir einschränken, sowie die Rotation der Wirbelsäule. Auch die seitliche Beugung wird durch die Orthese eingeschränkt. Das ist dann auch ganz wichtig bei verschiedenen Verletzungen. Das Becken wird durch die Orthese stabilisiert, weil es halt, weil gerade die Pilotten mit seitlicher Unterstützung das Becken noch ein wenig umgreifen und dadurch halt gerade im L3, L4, L5-Bereich eine hohe Stabilität gewährleistet werden kann. Ganz wichtig ist auch die hydrostatische Anhebung bzw. der intraabdominelle Druck. Damit ist gemeint, dass wenn wir eine Wirbelsäule, eine Lumbalorthese tragen und die bauchseitig verschließen können, dass dadurch durch diesen zirkulären Druck, der um die Bauchblase generiert wird, dadurch heben wir den hydrostatischen Druck an und dieser stabilisiert von innen her, also im Bauchbereich, stabilisiert dieser die Lendenwirbelsäule. Auch ein nicht zu unterschätzender Effekt. Und, was ich eben schon sagte, was eigentlich so das wichtigste Wirkprinzip an der Orthese ist, ist wirklich die Entlordosierung. Also wie gesagt, wir versuchen, die Wirbelsäule aus ihrer natürlichen Lordose, vielleicht auch aus der Hyperlordose, Hohlkreuz auch genannt, versuchen wir halt ein wenig zu begradigen, indem wir halt den Druck aufbauen auf den Bauch, das Becken ein bisschen zu kippen und dadurch eine geradere Struktur im Bereich der Lendenwirbelsäule zu schaffen. Gehen wir kurz auf das Kompressionssystem ein, welches vorne verschlossen werden kann. In der Orthese ist hinten ein Flaschenzugsystem integriert, welches über verschiedene Umlenkschlaufen funktioniert. In der Gesenze sind es 8. Und dadurch erreichen wir halt eine Hebelkraft von 4:1. Das heißt, mit einem Zug schaffe ich den vierfachen Kraft auf den Verschluss. Und dadurch lässt sich die Orthese auch für Patienten, für Anwender, die vielleicht jetzt nicht mehr so viel Kraft haben, lässt sich die Orthese wirklich schön schließen. Und es lässt sich wirklich ein hoher zirkulärer Druck aufbauen, der den Lumbalbereich wirklich sehr stark unterstützt.
Ne, hier sehen wir es nochmal. Die verlängerte Schnur und die Hebelkräfte, die sorgen halt wirklich dafür, dass der Lumbalbereich wirklich stark unterstützt wird. Zu den Pilotten, die ich gerade angesprochen habe. Ich habe jetzt mal eine Pilotte aus ihrer Hülle rausgeholt. Die sehen so aus. Pilotten sind so anatomisch geformt, wie gesagt, dass sie den Bereich der Lendenwirbelsäule überbrücken. Aber es in diesem Bereich auch eine Aussparung gibt, dass wenn man zum Beispiel starke Dornfortsätze hat, dass diese halt, dass da kein Druck generiert wird. Man sieht das hier an dieser Druckdarstellung. Da, wo es blau ist, ist halt sehr wenig Druck. Und da, wo halt Druck aufgebaut werden soll, sprich an den seitlich der Wirbelsäule, links und rechts, da findet dann der Druck statt und unterstützt halt dort den Orthesengurt, sodass halt da stabilisiert werden kann. Diese Piloten sind thermoplastisch verformbar und können auch noch beschliffen werden, sodass die halt auch an verschiedene Anatomien angepasst werden können. Entschuldigung. Und somit halt wirklich auch jeder Patient die bestmögliche Versorgung bekommen kann, indem halt wirklich bei Bedarf diese Piloten noch angepasst werden können. Die sind gelöchert, das heißt, da findet auch eine gute Luftventilation statt, sodass es halt da auch wirklich angenehm zu tragen ist. Gerade bei den heutigen Temperaturen wird jeder dankbar dafür sein, wenn halt ein bisschen mehr Luft zirkulieren kann und da man darunter nicht so arg schwitzt. Die Deutsche Gesellschaft für der Orthopäden und Unfallchirurgen hat eine Empfehlung ausgesprochen für die Lendenwirbelsäulenorthesen bei Bandscheibenvorfällen, zum Beispiel mit radikulärer Symptomatik. Und dort wird halt gesagt, dass die Muskelkraft der Rumpfflexoren, also der Rumpfbeuger, um 16% und eine Zunahme der Kraftausdauer um 28% erreicht werden kann, was natürlich für die verbesserte Wirksamkeit spricht und natürlich auch für eine Schmerzreduktion, was den Patienten mobiler macht. Es spricht so ein bisschen dagegen, dass man sagt, wer halt so eine Orthese trägt, dass dann Muskulatur abgebaut wird. Aber die vermehrte Bewegung, die halt durch diese Schmerzreduktion stattfindet, ist gerade für den Muskelaufbau und für den Muskelerhalt wirklich förderlich. Hier eine andere Studie, die letztens in der Eurocom erschienen ist. Dort hat das Institut für Demoskopie in Allensbach die folgenden Erkenntnisse gewonnen. Und zwar 69% der Patientinnen, die mit einer Rückenorthese oder Rückenbandage versorgt wurden, können ihre Medikamenteneinnahme reduzieren, wobei 14% der Befragten gänzlich auf Medikamente verzichten können. Das ist natürlich ein Riesen-Benefit, den die Patientinnen dadurch haben. Und das sorgt natürlich dafür, dass der gesamte Kreislauf, die Medikation runtergefahren werden kann und dadurch halt das ganze Kreislaufsystem auch natürlich wieder angeregt wird. Viele Nebenwirkungen fallen halt weg, dadurch, dass man halt nicht so viele Medikamente einnehmen muss. Weiterer Punkt war, dass die gesteigerte Mobilität, die Schmerz und Schmerzreduktion, 89% der Befragten angaben, dass sie an Lebensqualität zurückgewonnen haben. Klar, wer weniger Schmerzen hat, hat mehr Lebensqualität. Und mit Hilfe einer orthetischen Versorgung konnten 32% der Befragten gänzlich auf eine OP verzichten, beziehungsweise 18% konnten eine OP rauszögern. Kommen wir kurz zu den Garantiezeiten für die Miami LSO und die LSO Lite. Orthesegurt und Piloten ist eine Garantie von 6 Monaten und auf alle anderen Teile, wie zum Beispiel die Weichteile oder Softgoods, die da dran sind, ist eine Garantie von 30 Tagen. Ja. Garantie verfällt, wenn die Orthese fahrlässig oder vorsätzlich beschädigt wird, beziehungsweise mit Chlorbleiche oder anderen Waschmitteln halt gewaschen wird, die Orthese halt nachhaltig beschädigen. Außerdem scharfkantige Objekte, zum Beispiel wie Fingernägel, muss man halt aufpassen, dass man die Orthese damit nicht beschädigt. Hier nochmal kurz Pflege und Reinigungshinweise. Die Polster können zum Reinigen abgenommen werden. Dafür gibt es einfache Taschen. Oder die Orthesen, die Pilotten können einfach aus den Taschen rausgenommen werden. Und diese können dann mit lauwarmem Wasser ausgespült werden.
Bitte nicht auf die Heizung oder auf den Ofen legen und alles aus der Luft trocknen lassen, genauso wenig in der Waschmaschine oder in den Trockner schmeißen. Die Kernbotschaften unserer Miami LSO: Die Miami LSO wird zur Stabilisierung und zur schrittweisen Mobilisierung nach einer akuten Phase eingesetzt, da die Orthese eine Abrüstung der Piloten entsprechend des individuellen Therapieverlaufs ermöglicht. Die Miami LSO zeichnet sich durch ein flaches Profil, eine anatomisch korrekte sowie eine patientenspezifische Passform aus. Durch das modulare System, Orthese mit individuell bestückbaren Piloten, gibt es für jede Indikation eine passende Lösung. Das ist so die Kernbotschaft, die wir halt verfolgen und was wir halt bei der Entwicklung der Orthese halt berücksichtigen wollten, dass man halt wirklich durch den modularen Aufbau, durch die verschiedenen Piloten und durch die verschiedenen Konfigurationen halt eine größtmögliche Indikationsbreite abdecken können. Hallo Matthias, Servus. Also, wir nehmen bei Matthias jetzt einmal den Standardgurt. Nee, wir nehmen bei Matthias den Slimgurt. Dafür nehme ich zum Anpassen der Orthese, nehme ich vorne die Flügel, die Handschlaufen ab und lege die beiseite. Und schaue erst, dass ich mir den Bauchgurt, den Orthesengurt, erstmal auf die richtige Länge zusammenfüge. Kann ich auf zwei verschiedene Arten machen. Zum einen haben wir hier hinten die Möglichkeit, den Gurt auch abzukletten im dorsalen Bereich. Das funktioniert auch. Das hat den großen Vorteil, wenn man es hier einkürzen würde, kann man die Schnittkanten durch den Klettverschluss wieder verdecken. Nachteil ist, man braucht eine Schere. Wenn ich aber im klinischen Einsatz bin und die Orthese wirklich werkzeugfrei anlegen möchte, nehme ich die Orthese, komm mal ein bisschen zu mir, lege die Orthese so an, schaue, dass sie hinten mittig sitzt, mittig über der Lendenwirbelsäule. Und dann gibt es bei uns ein sogenanntes Quick-Fit-Tool, das ist so ein Kamm, der hier eingeschoben werden kann. Dann kann ich hier die Orthese schon mal anpassen und kann mir hier die Bauchgurte schon mal festkletten. Funktioniert auch hervorragend im Liegen, wie gesagt, gerade für den klinischen Bereich. Und dann ziehe ich diesen Bauchgurt raus, diesen Kamm raus und habe die Orthese erstmal im richtigen Umfang eingestellt. Wer jetzt trotzdem das hinten abschneiden möchte und trotzdem das Quick-Fit-Tool benutzen möchte, kann sich jetzt hier ein Maßband nehmen, vorne das umgeklappte ausmessen und das von hinten her einkürzen. Das funktioniert natürlich auch. Jetzt bringe ich meine Handschlaufen wieder an. Die werden einfach wieder raufgeklettet. Nummer 1. Und Nummer 2. So, und die Einstellung des Orthesengurts, also für den Leibumfang, ist geschehen. Ich kann das jetzt einmal kurz prüfen, ob ich das so in Ordnung finde. So, hinten sitzt es auch gut. Okay, das gefällt mir gut. Nehme ich den Gurt wieder ab. Und jetzt kommen wir zur Pilottenauswahl. Ich nehme jetzt eine Pilotte ohne seitliche Unterstützung und werde das hier aufkletten und dann einfach hier einkletten. Auf einer Werkbank bzw. in der Klinik an einem Bett geht es ein bisschen einfacher. Lass mir das mal festhalten, bitte. Das hier. So, leg das hier so ein. Danke. Klappt das wieder rum. Und die Orthese ist erstmal fertig. So, dann legen wir es nochmal an.
Jetzt mal gerade vorne fest. Ich platziere die Orthese im Rücken. Komm mal ein bisschen in die Mitte. Ich platziere die Orthese im Rücken. So, okay, dass sie gerade ausgerichtet ist. Schließe sie ventral. Ist das zu fest oder ist das okay? So, und jetzt habe ich das Kompressionssystem, von dem ich eben sprach. Ich bleibe zurück. So, jetzt den Patienten bitten, den Rücken gerade zu machen, nach vorne zu schauen, Kinn nach oben. Und jetzt kann ich hier einen Zug aufbauen. Zu feste oder geht's? So, und dadurch habe ich jetzt hier eine wirklich starke Kompression auf den Bereich der Lendenwirbelsäule ausgeübt. Wenn diese Handsysteme, diese Pulli-Systeme zu lang sind, können diese noch eingekürzt werden. Indem hier ist so ein kleiner Kamm drin, wo man die Kordel noch rumwickeln kann und das ganze System, um ein wenig einkürzen zu können. Selber machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. So. Nimmst du mal bitte in die Hand, gehst mit dem Daumen durch. Daumen, genau. Okay. Machst dich gerade. Die Luft holen und jetzt vorne am Bauch schließen. Genau. Das sieht schon sehr gut aus. Okay, genau. Einmal rumdrehen bitte. Wir sehen jetzt, der Slimgurt ist für den Matthias genau richtig. Und die Pilottenauswahl, das haben wir vorher schon getroffen, das haben wir schon mal geübt, in Anführungsstrichen. Und dieser Bereich, dieser Lumbalbereich, wird jetzt durch diese Pilotte halt stark entlordisiert. Dadurch, dass wir hier noch Einfluss auf das Becken nehmen, wird das Becken noch ein wenig nach vorne gekippt. Und dadurch erreichen wir halt eine gute Stabilität und Entlordosierung der Lendenwirbelsäule. Genau, danke Matthias. Falls jetzt die Rotation in der Lendenwirbelsäule noch mit eingeschränkt werden sollte, empfiehlt sich halt die Pilotte mit seitlicher Unterstützung. Dadurch greifen wir halt den Becken noch oder den Becken, das Becken noch ein bisschen mehr ein. Und nehmen auch noch den unteren Anteil des Rippenbogens mit, sodass da halt auch noch eine Derotationskomponente geschaffen wird. Ja, das war es eigentlich schon zur Lendenwirbelsäulenorthese, zur Miami LSO von Össur. Und falls jetzt keine weiteren Fragen sind, möchte ich mich bedanken bei allen, die zugeschaut haben, bei Matthias und bei Tanja und wünsche euch noch einen schönen Abend und genießt das schöne Wetter. Auf Wiedersehen.